So, hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gran Turismo 5. Lang ist's her, muss ich gestehen, dass ich aufgenommen habe. Deswegen werden wir jetzt halt hier am Anfang erstmal ein bisschen was zu tun haben. Als allererstes möchte ich natürlich erstmal allen danken, also wirklich allen, die dabei waren bei der Folge 50 und 51. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Hoffe natürlich auch, dass es euch Spaß gemacht hat, zuzuschauen. Wir werden das natürlich irgendwann wieder wiederholen, habe ich mir schon mal fest vorgenommen, wann, mit wem, wer dabei sein wird. Keine Ahnung, diesmal aber auch dann mit besserer Tonqualität. Das tut mir wirklich leid. Das war ein bisschen scheiße. Das war wirklich ein wenig blöd, aber gut. Da können wir nichts machen. Ist halt für den Anfang eigentlich ganz okay. Also ich finde, das passt soweit. Jo, danke schön euch zwei. Oha, krass viel. Das gibt gleich mal Applaus. Ist natürlich sehr schön. Zweiten und dritten Platz. Und wie sieht's bei dir aus? Was hast du so erreicht? Speicherdaten. Okay. Okay. Ne, also oh, 15. und 8. Hm. Ja, immerhin. Bist du ein guter Mann. Bist du ein guter Mann. Ne, zwecks Folge 50, 51, wirklich cool, dass ihr dabei wart. Hat zwar ein bisschen eine Verzögerung gegeben und alles, also, ja. Passiert, würde ich mal sagen. Wird hochgeladen. Schön, fertig. Aber ich denke mal, für den Anfang, ich habe sowas noch nie gemacht. Muss auch gestehen, dass ich doch bisschen aufgeregter war als bei so einer normalen Folge, aber gut. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und dass ihr auch Bock habt, dass wir das nochmal machen. Oh, ihr seht, ich war schon länger nicht mehr drinnen hier. 7-mal Post, 8-mal Geschenke. Dann schauen wir erstmal die Post an. Fangen wir oben an. Monster, Harkais, eine Mitsubishi mit ordentlich Haftung. Ich muss gestehen, ich habe den Mitsubishi getuned. Da ist noch ein Turbo Level 3 und andere diverse Dinge drin. Dankeschön, Monster. RX-7 Tuning, ein kleiner Reisbrenner mit viel Leistung, der Driftwagen mit Dieselmotor, gibt ordentlich was auf die Antriebswelle, um die Reifen rauchen zu lassen. Danke auch dafür, Lotus. Sie war 1989 die schnellste Limo der Welt. Also warum sollte man diese Limousine von den britischen Sportwagenindustrien nicht auch mal auf der Rennstrecke testen? Gute Frage, machen wir. Hey Flashy, würde mich freuen, wenn du mir Bescheid sagen würdest, wann du die Nesca-Serie im Let's Play magst. Ich stelle dir dann ein spezielles Nesca online. Würde mich freuen, wenn du es benutzen würdest. Top Setup. Marcel? Logisch. Logisch, das wirst du früh genug erfahren. Definitiv werde ich irgendwann ansprechen. Danke dafür, Monster. Die Serienausstattung ist dem alten VW-Käfer sehr ähnlich, nur etwas neuer. Der RSI ist allerdings getunt und sieht sportlicher aus. Der typische, könnte sein, mit Rechtschreibfehler, Hausfrauenwagen wurde für alle Männer in die Beetle New fahren wollen, umgestylt. Antrieb Allrad. Mit einer Stückzahl von 300 weltweit ist er der besonderste Wagen der Z-Reihe. Der Name ist Super Leggera, Italienisch steht für Super Leggera. Mit einer verbesserten Verwendungsfestigkeit, Aerodynamik, Leistung und Fahrwerk ist der super fürs Rennen. Danke dafür. Niggas, hi. Wegen dem Rennen bzw. Lobby am Wochenende gibt es schon genauere Infos. Wegen Zeit, Datum, etc. Ich sag nichts dazu. Ich bin hier ein bisschen spät dran. Schauen wir mal, was ihr mir so geschenkt habt. Revo. Oh, Revo hat auch mal sich wieder blicken lassen. Guter Mann. Oh. Rennhelm zweimal, das ist natürlich cool. Auto Nismo. Super Leggera. S2000 GTI. Da ist ordentlich was gekommen. Vielen Dank euch. Vielen Dank euch. Empfang abgeschlossen. Und dann ab zu GT Live. Autobörse. Alle öffnen. Der kann einige Zeit in Anspruch nehmen. Das passt. Wir haben Zeit. Wir haben Zeit. Oh, sehr geil. Der sieht cool aus. Gefällt mir. Anemia FD3S RX7. Hey, schick. Hm, mal was Älteres. Auch gut. So hässlich das Auto.
Okay, hübsch. Und der Super Leggera, was ist das? Oh, Nissan. Sehr, sehr schick. Ich danke euch recht, recht herzlich. Wir fahren heute A-Spec. Definitiv A-Spec. Am Anfang der Serie hatten wir ja beendet, komplett genauer, lag ich richtig. In die Amateurserie. Wir arbeiten uns jetzt von unten nach oben durch. Japanische 90er. Japan. 1990 oder später, also zwischen 1990 und 1999. Ach, du Hund. So, hier Leistungspunkte. Skyline GTR 450. Was sind denn so die typischen Gegner? Mit wie viel? 416 ist der stärkste. Was haben wir da so im Angebot? Lasst uns mal den auf 420 runtersetzen. Und dann fahren wir mal mit dem. Der wiegt ja echt gar nichts. Passt. Mehr möchte ich da auch an dem Auto gar nicht ändern. Dann nehmen wir den natürlich. Yep. Storia Allrad von 98. Und dann greife ich jetzt zu meinem Lenkrad. Wir fahren wieder mit Lenkrad. Los. Oh Gott, ist mein Handy umgefallen. Oh, ich habe falsche Taste gedrückt. Oh, das ist laut. So. Ich muss gestehen, ich habe nämlich extreme Probleme mit meinem Handy. Das lädt nicht mehr. Nervt wie Sau. Egal. So, die Fahroptionen kurz mal anschauen. Rennen weich, Fahrlinie aus, Traktionskontrolle auf 2. Aus. Passt. Einstellung haben wir schon gemacht. Drücken wir auf Start, lassen wir das Spiel laden. Und dann ab dafür. Gut, jetzt hält mein Handy nicht mehr. Das kriegt mir schon wieder auf. Wisst ihr? War ich heute nach der Arbeit, habe ich extra um 4:30 schon aufgehört, statt um 5. War ich so und dann nach der Arbeit bin ich in die Stadt gefahren. Telekom laden. Das sind Schweine, Leute, ich sag's euch. Das sind Schweine. Und los geht's. Oh Gott, ist mein Gaspedal nah dran. War ich dann in der Stadt Telekom-Laden gegangen und dort ich dann gesagt, ja, so sieht's denn aus, mein Handy, das lädt nicht mehr, was kann man da machen? Dann die Alte am Schalter sozusagen, so, ja, haben sie noch wichtige Daten auf der SIM-Karte? Ich so, ja, das geht, also warum? Halt E-Mail und so weiter. Und dann sie so, ja gut, dann machen wir mal Werkseinstellungen wiederherstellen. Ich so, hoppala. Ich dann so, ja, okay, von mir aus, wenn es sein muss, bringt das überhaupt was? Und sie so, ja, das werden wir ja dann sehen, aber wahrscheinlich lädt es dann auch wieder. Und ich habe mir dann so gedacht, ja, okay, wenn du das sagst, du wirst schon wegen eine Ahnung haben. Also habe ich mir gedacht, habe ich ihr nicht ins Gesicht gesagt. Weil die hat jetzt nicht so ausgeschaut, als hätte, wüsste sie wirklich, was sie macht. Ja, gudale. Ups. Jetzt habe ich mal wieder auf dem Gras gebremst. Sie so, ja gut, machen wir Software-Update, nicht, sondern Werkseinstellungen wiederherstellen. Ich so, okay, ich vertraue dir. Gedacht wieder, natürlich nicht gesagt. Okay, dann macht sie das. Dauert. Und danach, okay, ich hole mal Ladekabel von uns. Ich so, oh, weiß nicht, davor machen könnt. Ich natürlich, so gut wie ich bin, habe ich nur 2 Euro Stück gehabt, habe ich mal Parkschild oder Parkding gekauft bis um 9 Uhr morgen früh.
Na gut. Da ist ein Serienauto. Schauen wir uns das mal kurz an. Wo war ich stehen geblieben? Genau. Softwerkseinstellung wiederherstellen. Gut, sie holt ihr komisches Aufladegerät. Nee, welch Wunder! Angesteckt und es funktioniert nicht. Sie so, oh, okay, ist das Handy übrigens mal runtergefallen. So. Boah, ist schon lang her, schon wirklich lang her. Und sie so, ach so, ja, weil die ganze Kamera ist kaputt. Ich habe das Handy heute auf der Arbeit in der Hosentasche gehabt und dann habe ich wohl irgendwo dagegen gedrückt, ist die Kamera hingesprungen. Das habe ich natürlich erst dann gemerkt, als sie das gesagt hat. Ich, fuck. Voll angepisst gewesen natürlich, logischerweise Handy kaputt. Ich so, ja gut, Kamera kaputt, Stutz oder wie auch immer, hat ja wohl definitiv nichts damit zu tun, dass das Handy nicht mehr lädt. Und sie dann so, ja gut, das ist schon richtig, aber durch einen Sturz verliert das Handy an Gewährleistung. Und ich dann so, aha, okay, cool, schön. Was heißt jetzt für mich? Und sie so, ja, naja, haben sie eine Garantie, also so eine Zusatzversicherung fürs Handy abgeschlossen? Und ich so, nein. Brauche ich nun mal nicht. Meine Handys halten normalerweise so lang, bis ich wieder einen neuen Vertrag, also bis ich den wieder verlängern kann. Dann kann ich mir immer neues holen. Dauert ja 2 Jahre normal. Und so lange hält das Handy normalerweise bei mir. Ja, bloß bei dem ist es jetzt halt irgendwie ein Problem. Und sie so, ja gut, dann, wenn ich den nämlich den Vertrag, also die Garantie extra abgeschlossen hätte, würde das aufheben, dass sie mir das Handy zahlen. Und ich so, aha, okay, gut. Und jetzt halt heißt es also für mich, ich muss es selber zahlen. Und sie so, ja leider. Und so, okay, was kostet das? Und sie, oh, ich schau mal kurz. Dauert und dauert und dauert. Die Alte war, glaube ich, schon mit ihrem Kopf hier Feierabend. War gerade mal 5 Uhr, kurz nach 5 Uhr. Und ich dachte, okay, schauen Sie. Bin noch höflicher Bub. Soll sie schauen. Gut, schaut sie. Irgendwann, ja, okay, also das Handy neu, wenn wir das reparieren lassen, beziehungsweise ein Ersatzgerät anschaffen, würde das sie 256, glaube ich, kosten. So, aha, gut, muss ich ja wohl machen, sonst mein Akku ist früher oder später leer. Und sie so, okay, also machen wir das. Und ich so, ja, stopp mal, Kumpel. Wir machen das jetzt halt noch nicht. Ich gehe jetzt erstmal heim, ich komme nächste Woche wieder. Gut, heimmarschiert. Hier, so einen Hals, wisst ihr. Dann daheim vom PC guckt. Dann geschaut. Haben das Problem mehrere, ja. Zur Info, ja, Samsung S3 habe ich. Also Galaxy S3 habe ich. Haben anscheinend relativ viele. Das Problem, dass es nicht mehr richtig lädt. Sobald ich nämlich oben eingebe, Samsung Galaxy S3 lädt. Dann kommt nicht richtig, nicht vollständig, was weiß ich nicht alles. Gut. Dann habe ich geschaut, ja scheiße, Buchse ist wahrscheinlich kaputt. Also da unten, wo das USB-Kabel neiklöppelst. Ist kaputt. Gut, habe ich gesucht. Da habe ich ein richtig cooles Ding gefunden für 15 Euro oder so. Oder 17 Euro. Da muss nur den Akku reintun. Das habe ich mir jetzt mal bestellt, jetzt bin ich mal gespannt, ob das was bringt. Jetzt habe ich euch einfach mal 5 Runden über meine Probleme mit dem Handy zugesabbelt, was euch wahrscheinlich eh null interessiert. Verständlicherweise, aber mir egal, hauptsächlich habe ich was erzählt. Wir haben 11.000 bekommen, und 2.500 Erfahrung. Damit können wir verlassen. Und können das nächste Rennen starten. Ja, aber das hat mich aufgeregt. Meine Freundin hat auch ein Problem gehabt mit dem Handy, dass es, ich weiß gar nicht, Bildschirm hat immer geflackert oder so, ist halt auch rein und sie, ja so, ja klar, okay, kein Problem, neues gleich auf der Stelle mitgerichtet. Ich mir gedacht, gut, hoffentlich wird es bei mir auch so klappen. Arsch lecken, sag jetzt mal so wie es ist. War nicht der Fall.
Mann, hat mich das aufgeregt. Jetzt habe ich hier so ein altes Nokia, wisst ihr schon, so hier, wenn es vibriert, dass das Haus mit vibriert und Putz von der Decke abfällt und wenn das runterfallen lässt, springt der Boden und nicht das Handy. Genau, sowas habe ich jetzt halt hier rumliegen. Das andere liegt nebendran eingesteckt, aber lädt nicht. Ich habe es jetzt schon geschafft, seit 5 oder seit 5:30, keine Ahnung, wie lange ich daheim bin. Eingesteckt hat sich schon 40% geladen. Ab und zu lädt es mal, so wie es halt Bock hat. Wir fahren jetzt hier 5 Runden. Okay. Kumpel, nicht so schneiden, gell? Na, aber sowas mit dem Handy, wenn es nicht lädt, ich finde, das ist das Schlimmste, was sein kann. Du kannst einfach selber nichts dagegen tun. Ist jetzt nicht so, dass es ein Softwareproblem wäre. Ups. Da, hier fahren wir einen Pussyweg. Du kannst ja einfach nichts dagegen tun. Du musst ja einfach hoffen, dass das irgendwann funktioniert. Es gibt immer ein paar so Stellungen. Ich habe mir schon drei neue Dinge gekauft gehabt. Drei neue Ladegeräte. Beziehungsweise eins hat eine Freundin von meiner Freundin noch gehabt, von HTC. Eins hatte ich noch von meinem alten HTC. Und halt das Original Samsung wieder dabei war. Keines funktionierte mehr. Und naja, irgendwann ging keins mehr. Und dann kam ich doch mal zu dem Schluss, mal auszuprobieren, dass es vielleicht in einer anderen Stellung lädt. So Kamasutra-Handy-Style. Das Handy so auf den Kopf legen, den Stecker nach oben irgendwie. Ich weiß nicht, was ist da. Habe ich da halt immer wegen rumprobiert. Und es hat jetzt dann auch eine Zeit lang geklappt, aber jetzt seit letzte Woche oder diese Woche so. Ging es mir dann doch irgendwann tierisch auf die Nerven, dass es halt echt nicht mehr richtig geladen hat. Und dann irgendwann, also zwei Vater gesagt, also, ey, ich muss jetzt dann mal hier den Mobile laden. Ja, ja, machen wir nächste Woche irgendwann. Keine Ahnung, warum ich überhaupt mit wollte, aber ja. Bin dann heute trotzdem einfach alleine gegangen. Weil ich mir gedacht habe, der Vertrag läuft ja eh, ist ja eh meiner. Läuft ja eh über mich, ups. Sag mal, was ist das für eine blöde Kurve? Upsala, ein wenig arg weit raus. Naja, aber sowas mit dem Handy, ich weiß nicht, das geht mir so auf die Nerven. Ich hatte jetzt halt eigentlich auch anfangs gar keinen Bock aufzunehmen, muss ich gestehen, weil es mich so genervt hat. Ich habe jetzt auch. Was ist jetzt daheim? Zwischendurch war ich mal noch kurz weg, weil wir gegrillt haben. Jetzt habe ich mich dann doch dazu entschlossen, nochmal aufzunehmen. Ich muss sagen, es tut eigentlich gut. Ich weiß nicht, jetzt erzähle ich irgendwie meinem Bildschirm ein paar interessante Sachen, die sich später irgendwann hier verstrahlte Leute, dazu sprich ihr, anschaut. Ich sei denn nicht verstrahlt. Der einzig Verstrahlte hier, glaube ich, bin ich. Bin ich, bin ich, ich bin.
eigentlich schon wieder so hart ein? Genau, fahr raus, bitte. Schön, fast Begrenzer 7000. Hast du schon recht. Wird ein bisschen zu weit rausgekommen. Sekunden Vorsprung. Wo seid ihr? Wo seid ihr? Wo seid ihr? Okay, da bist du echt blöd. Ich muss gerade gestehen, ich fahre barfuß und es ist so kalt auf den Metallplatten. Es ist richtig schrecklich. Und der Stuhl quietscht. Schade, da müsst ihr echt alle den Adblocker ausschalten. Und dann kann ich mir irgendwann einen Stuhl von dem YouTube-Geld leisten. Das kommt euch nur zugute. Habt ihr nicht die ganze Zeit hier. Also bremsen, bremsen, bremsen. Braucht kein Mensch in so einer Kurve. Das Blöde ist, die Kurve ist irgendwie nicht wirklich gleichmäßig. Okay. Monster Charm. Yeah, ich hab's ja gepackt. Oh, ich wusste. Ich weiß nicht, habt ihr das mitgekriegt mit den kostenpflichtigen Kanälen, wo ein Abonnement kostet? Das kann habe ich gesehen auf meiner Seite, das kann ich auch einstellen, dass ihr dafür zahlen müsst, dass ihr mich gucken könnt. Da habe ich mir gedacht, was ist das denn bitte für ein Schmarrn? Was haltet ihr denn davon? Also ich würde schon für ein paar Kanäle zahlen, aber ich würde nicht... Ups. Das selber freiwillig ändern, weil ich halt auch weiß, dass viele von euch noch nicht in dem Alter sind, wo sie wirklich Geld verdienen, beziehungsweise wo die Eltern für sowas Geld geben würden. Ich sag jetzt mal, wenn du jetzt 12 bist, 12, 13, da hast du einfach noch nicht wirklich die Möglichkeit, dir selber Geld zu verdienen, als wenn du jetzt zum Beispiel 16 bist. Gut, mit 18 arbeiten die meisten ja doch schon. 16 auch oft, wenn die Hauptschule zum Beispiel warst. Also ist halt nicht böse gemeint oder abwertend. Ja, aber solange das Pflicht wird, würde ich niemals meinen Kanal dazu verpflichten, Geld von euch zu verlangen. Ihr könnt freiwillig mir helfen, indem ihr euren Adblocker ausschaltet. Zumindest nur für YouTube, kannst du machen. Aber ich würde euch nie dazu zwingen, mich anzuschauen, nur dass ich Geld kriege. Ihr könnt es freiwillig machen. Und da bin ich stolz dann auf euch, finde es cool von euch. Aber, wie gesagt, verpflichtend soll es nicht sein, in meinen Augen. So, dann haben wir das jetzt halt auch schon geschafft. Ups, auch, das habe ich gegen das Mikro gehauen. Sorry.
Als nächstes machen wir Supercar Nostalgie. Dazu aber erst einmal kurz zurück ins Menü. Mal schauen, was wir bekommen haben. Slathy. Und die Huben, weil wir 110 Fahrzeuge haben. Das sieht ja gar nicht verkehrt aus eigentlich. Für welchen? Nö. Fahrradmarkierungs-Ohrschlusssicht, Kopf. Was spricht denn die Uhr? Schauen wir mal. 26 Minuten ungefähr. Da würde ich mal sagen, wir beenden den Part an der Stelle schon. Mal wieder eine Menge kürzeren. Dafür habt ihr ja am Samstag einen bekommen. Und ja, ich hoffe, er hat euch gefallen, der Part. Falls ja, könnt ihr gerne einen Daumen da lassen, hoch, runter, wie auch immer, je nach Lust und Laune. Danke euch recht, recht herzlich fürs Zusehen. Wünsche euch wie immer einen schönen Tag, macht's gut und auf Wiedersehen, ich bin's, euer Flashy. Ciao.